hab einen Stack Salz. Achso, wenn du den schon hast, ja gut, dann... Was dachtest du denn? Ich wollte einen Cliffhanger aufbauen. Was ich auch getan habe. So, was hat die Anleitung? 10 Blazes. Die hatten wir doch irgendwo. Habe ich meine Flug... Da habe ich Flug Potion. Und Sepp, ich meine, was wolltest du denn mit... Was wolltest du denn jetzt damit andeuten eigentlich? Seien wir mal ehrlich. Nichts, einfach nur einen Cliffhanger aufbauen. Ja, aber wofür? Ach so. Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Ich würde dann gesagt haben, weil selbst wenn nicht, ich habe hier immer noch meine Salzfarm, die nicht mehr vernünftig funktioniert, weil da, wo jetzt die Kiste... Ah, was jetzt? Was war was? Hast du Netz schon wieder angestellt? Den Server aufgehängt, wie es scheint. Nee, ich bin hier im Nether. Gut, ich lade recht viel, aber... Sagen wir so, ich kann keine Blöcke mehr abbauen. Oh. Ich kann nicht mal auf Blöcke draufschlagen. Das ist mies. Kisten öffnen kann ich noch. Das ist... reicht doch. Habe ich eigentlich meine Spitzhacke dabei? Habe ich sogar. Oh. Ach ja. Wir haben knapp nicht mehr genug Mehl, das kann nicht wahr sein. Ah. Weizen. Ach, Weizen haben wir noch genug. Achso, okay. Deswegen gesagt, muss es wirklich Weizenmehl sein. Kann es auch Roggen sein. Das gute Gerstenmehl, das geht ja auch. Nein. Doch. Oder so ein bisschen Knochenmehl. Das wird schon schwierig. Na gut, es geht dann wunderbar auf, aber... ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Ich stelle mir gerade vor, so eine schöne Pizza komplett aus Knochenmehl. Das ist doch geil. Ja, nennt sich Haribo Tutti Frutti. Calcium for month. Calcium forever. Who cares? Um Weizen zu Mehl zu machen, brauchte ich da den Mörser. Kein Mühlstein. Boah, bist du stark. Bewundernswert. Yay, Kerzen fertig. Gut, fehlt nur noch das Amaranth. Jo. Da musst du mir nochmal die Farm zeigen. Ganz unten. Warum stark? Mit einem Mörser auf ein bisschen Mehl zu schießen, hat nichts mit Stärke zu tun. Ja, huch, hi. Doch schon, ne? Ja, ich wurde hier gerade wieder umgarnt. Also, wieder? Ich sehe hier keinen Amaranth. Nein, aber richtig vernünftiges. Da ist kein Amaranth, richtig. Aber da wird Amaranth sein, wenn du ihn pflanzt. Und da wird er auch abgebaut, automatisch. Ah. Weil, wie gesagt, Amaranth im Planter nicht funktioniert. Ach so. Ja. Stimmt, da war ja was. Ja, dann pflanze ich den mal. Wir brauchen noch sehr viel davon. Ja, 100.000 durch 4. 25.000, 2.000 Hammer. Ist könnte noch ein bisschen dauern. Ja, das packen wir schon. Gibt ja sonst nicht allzu viel zu tun. Ansonsten könnte es vielleicht mit dem Golem versuchen, der pflanzt, aber das ist auch wieder so aufwendig. Und der Koch ist ja gerade beschäftigt. Das ist genug Blaze, Okay, 4 Ghasts. Stehen auf dem Rezept. Ging das mit dem Craften nochmal, dass der automatisch erkannt hat, dass er Wasser aus dem Terminal nimmt? Ja, wie ging das? Ich bin mir der Meinung, dass du einfach nur so ein Wassereimer dazu packen musstest, aber das stimmt nicht mehr.
Doch, das sollte gehen. Ging aber nicht. Danach war der einmal leer und das ist oben reingerutscht. Ha. Hä? Ach so, nein, da musst du ein Rezept machen. Das Rezept hatte ich doch irgendwo. Genau hier war es. Im Cyclic Assembler hatte ich das genau, genau. Ah ja, ah ja. Ist die Spitzhacke so schnell? Nein, auf keinen Fall. Weg so schnell, wie man im Endgame teilweise ist, kann man fast sagen, das wird vorgespult hier. Ja. So. Den Sammeln pickt man auch mit drauf. Hellfisch und Imp. Nö. Wo? Ich höre ihn doch. Oh, da unten. Aha. Nope. Schön, diese ganzen unglaublich hübschen Kerzen. Hast du zu viel gemacht oder wie? Ja, so 100 Stück oder so zu viel. Ach so. So, waren doch nur 100, meine ich. Nein, es waren 1000. Echt? Okay. Oh, Nitro-Creeper. So, aber harvesten tut er die schon, oder? Harvesten tut er die, ja. Warum harvestet er die dann nicht? Weil der Moment braucht, das Ding ist nicht instant. Das Ding, also die Bäume stehen hier aber schon, oh, 2-3 Minuten. Ist der Schalter auf ausgesetzt? Neben dem Harvester. Ja, ist er. Läuft der Balken im Harvester? Der Idle-Balken, ja. Der Idle-Balken, ja, gut, dann. Hoch, und jetzt, Jetzt läuft's, oder wie? Das schaut voll witzig aus. Wieso? Warum hast du dann Vacuum-Hopper benutzt? Weil das Ding Zicken macht mit dem Item Duct. Und weil es episch aussieht. Das ist okay. Das muss ich dir geben. Das schaut echt episch aus. Wo ist die Wasserdrum hin, wo die hier immer stand? Das Wasserfass. Das sind ja ein Hellfisch hin, wenn man sie immer braucht. Weg. Mein Leben ist, ohne die Wasserzufuhr kann ich das Teil hier nicht craften. Wo brauchst du denn Wasserzufuhr? Für Zeit. Hier. Wahrscheinlich. Obwohl, warte, ich bin, glaube ich, ein bisschen dumm. Ich glaube, das kriege ich sogar. Nee, warte, die Rezepte funktionieren nur im Assembler, ne? Ja. Mhm. Und der braucht Wasser. Der hat Wasser. Oder, nee, warte, welchen Assembler? Der hat Wasser für 10 Eimer. Technik Assembler haben hier alle Wasser für 10 Eimer. Und ich brauche insgesamt 16, also, ja, eigentlich noch 53. Sonst habe ich da immer die Drum draufgestellt oder sowas ähnliches, aber die habe ich ja nicht mehr da. Da braucht man nur so einen Fluid-Export. 10 Ims. Fluid-Export. Quest, wovon wird deine unendliche Lotus-Lust endlich gestellt sein? Hast du einen Wassereimer? Ich habe einen leeren Eimer. Und das Wasser daneben irgendwo, also. Okay. So, Wassereimer. Bin ich auch.
Ah, okay. Warte, das machen wir jetzt noch schneller. Ah ja. Machen wir mal noch ein bisschen schneller, wa? Like a zombie Pigman. Und fertig. Passt. Vielen Dank. Kein Ding. Was passiert, wenn man sich mit den ganzen Sachen nicht so gut auskennt, weil man sie nie verwendet? Ah ja, mach dir nichts, dafür bin ich da. Und wir haben das Hörtes Tank gut geleert, ja? Der darf sich jetzt erstmal wieder auffüllen. Das Hörtes Tank, ja, ja. So, das Tank, ja. Ja, ich glaube, der hält ein bisschen mehr als die anderen. Ja. Und der hat ein direktes Interface. Nein. Nicht? Das war eher so ein geschockiertes Nein. Doch. Oh. Was zum Teufel geht mit euch ab? Loriot. Das war nicht von Loriot. War es nicht von Loriot? Doch, ich bin Nein. schon. Echt? Oh. War das nicht aus einem alten Film französischen Ursprungs? Von so einem von so einem Franzosen? Ja, ja, der erinnerte mich an mein Loriot vom Aussehen. Ja, kann sein, dass es ein anderer war, aber ich verbinde das immer mit Loriot. Bin mir sehr sicher, dass das ein anderer war. Okay. Loriot war was anderes. Jeder was gelernt. Ach, ist der Rasen schön grün. Ja. Ja, wo laufen sie denn? Kultur, Markus, siehst dir an. Was? Kultur. Was? Loriot. Kultur, was ist das? Keine Hautcreme. Ne? Nein. Schade. Das war ein Niveau, was du meintest, glaube ich, ne? Nicht Kultur. Wie gesagt, ich ja keine Hautcreme. Ich dachte, es ist keine nicht Hautcreme. Nicht wert zu erwähnen. Ketten. Deine Korrektur von mir war nicht wert zu tun. Ja, ja. Wie viel fliegt eigentlich noch? 6 Minuten. Busch. Nee, man macht diese ganzen schönen Kerzenmaler weg, die alle verbuggte Sprites haben. Was? Warum verbuggt? Nicht verbuggt, aber schlecht. Die sind einfach unglaublich schlecht. Die schauen wunderhübsch aus. Ja, fast so wie du. Also auch pink und brennend. Nicht so öffentlich, bitte. Jetzt habe ich es egal, aber das ist das Internet. Mindestens eine fühlt sich immer irgendwie angegriffen. Ah. Dann soll er sich halt angegriffen fühlen, dann soll er unsere Videos nicht mehr gucken. Meine Güte, wer unsere Videos guckt, soll unseren Humor verstehen, gefälligst. Nein, ja. Es gibt keine Kompromisse für euch. Nur auf Nachfrage. Tomaten. Ja, die Was? Tomaten. Ich bin einfach der Held der Nation. Auf Nachfrage gibt's Tomaten bei uns? Nee, ich hab Tomaten jetzt laut gesagt, weil ich im MC-Terminal eben Tomaten raussuchen wollte. Ich schreibe auf Deutsch da Tomaten hin und frage mich, ob da nichts steht. Tomaten. Ach, ja. Oh Mann. Habt ihr auch Tomaten? Nö. Eigentlich. Doch, wir haben Tomaten zu Hause, ja. Brauchen die auch diese Ewigkeiten, um rot zu werden? Nee, meine sind ziemlich schüchtern, die werden schnell rot. Das ist gut. Bei mir leider nicht so. Die sind doch sehr gefasst. Mist, ich weiß nicht mehr, wie das Teil heißt, was ich brauche. Einfach mal durchscrollen, vielleicht sehe ich's. Habeldarf. Tralala. Hab nix zu erzählen, wie wär's und du's trotzdem. Hangar Overhaul? So. Das geht im Terminal nicht. Ich meine nicht, doch. Terminal G funktionieren die ganzen Ads nicht, nee. Genau wie AdFood oder sowas, das funktioniert hier drin nicht. Schade. Finde ich auch sehr schade. Das haben wir aber, glaube ich, schon vor 3 Aufnahmen erwähnt oder so. Ja, das war die andere Version. Ich war mir eigentlich halbwegs sicher, dass das sich geändert hat, aber gut. Dann wohl nicht. Und test dich einfach mal. Nö,
Geht nicht. Okay. Bei dem Ad-Zeichen fängt er an zu streiken. Hm. Und ich liebe das, wenn der irgendwann mal kurz die Power verliert und sich dadurch resettet. Ah! Sollte woher er kommt das wohl? Gar nicht. Tut er aber. Laufen die Reaktoren. Ja, der hat perfekt Power. Warum hat dann ein gewisser jemand gerade gekichert? Keine Ahnung, weil ich Mitleid hab mit dir. Ach, du hast... Weil ja, du Kabel umbaust, oder wie? Nee. Was machst du dann? Mann, ich musste doch einfach nur lachen. Ja, lachen gilt aber nicht hier. Doch, ich lach gern. Entweder du legst mir sofort einen guten Grund für dein Lachen dahin, oder du hast ein Problem. Ich bin mit meinem Leben glücklich. Ja, das ist Problem hatte genug. Ich auch, das will mir auch keiner glauben und hält mich immer für irgendwie schuldig oder dass ich irgendwas vorhabe. Jetzt leide gefälligst genauso, wie ich es getan habe. Nein! Immer und immer wieder. Oh Gott, ich brauche Fischöl. Wieso habe ich Fischmehl im Inventar? Ich habe mich verflogen. Ich habe mich effektiv verflogen, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Soll ich dir meine Koordinaten nennen? Das wäre nett, dafür müsstest du allerdings kurz in den Nether kommen, weil die Oberkoordinaten bringen mir herzlich wenig. Dann komme ich kurz in den Nether. Sehr nett. War ich auch schon lange nicht mehr. Ja. Leg ahoi! Oh, not even. Keine Lags, aber Resets, auch geil. Steht hier ein Minimap-Dinge. Oh, Gast, wo? Das ist, 130 zu 185. Also minus 130 zu plus 185. Minus 130, 185, okay, bin ich sehr weit von weg. Auf Höhe 55. Gut, die Höhe, die finde ich dann ja im Endeffekt. Also, ich warte so lange hier. Das ist keine Weile dauern. Ich trinke aber gerade nebenbei auch was, also kann ich mich eh nicht bewegen. Okay. Hatten wir nicht mal so ein Crucible Furnace? Ja, habe ich mit experimentiert, aber ich glaube ich abgebaut und ins ME gepackt. Wofür brauchst du die? Für Quests. Echt? Yes. Für welche Quest? Für der End Biologist. Ah. Den Biologen sollte ich doch eigentlich machen. Ach so. Mein klar, kannst du auch gerne, ne? Ich bin hier mit Monsterabschlachten beschäftigt. Ja, er ist damit beschäftigt, sich im Nether zu verirren. Das auch. Wo steckst du gerade momentan? Minus 170 plus 100. Ah, bist du ja weiter. Praktisch hier. Ja. Theoretisch muss man dein Bild ja bald auf der Minimap sehen, wenn es nicht angezeigt würde. Ach doch, da oben bist du. Ja, jetzt muss ich nur noch die letzten Meter finden. So, also ich bin beim Dreck. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und dann vom Dreck aus... Gibt es irgendeine Art Tunnel vielleicht da an der Stelle? Nee. Genau da lang, das ist richtig. Und du bist da. Jo, ich bin hier. So... Ich brauche ein paar Schalter und ich muss mich mal entleeren. Wie viele Schalter brauchst du? 9 habe ich dabei. Das dürfte reichen. Ich brauche einfach nur ein paar zum Sprengen. Du willst meine trusty Schalter hier kaputt sprengen? Die habe ich seit Beginn des Let's Plays hier im Inventar drin. Ich kann drin. Sie auch da, kurz 5 Stück. Vorher, danke. Kurz vorher abbauen. Wäre auch nicht weiter schlimm. Es geht einfach darum, dass ich diese Hellfische finden muss und das geht mit Sprengung einfach so viel angenehmer und einfacher und schneller. Und die Dunkelfische? Die Dunkelfische brauche ich nicht, zum Glück. Also noch nicht. Die kommen garantiert noch. Eher früher als später. Dunkelfisch? Hellfisch, Dunkelfisch, ja. Nicht verstanden? Das war ein Pun. Ja. Aber hell heißt nicht dunkel.
auf Deutsch heißt hell hell und die Abkürzung und der Gegenteil davon ist dunkel. Oh Mann, ey. Pun. Ja. Ein Pun, ein Wortspiel. War das schon in der Aufnahme? Nein, was nicht, muss ich erklären. Markus hält alle schlechten Witze für Puns. Und er kennt Puns nicht, wenn sie ihm nackt ins Gesicht hüpfen. Ja. Nee, wenn ihm irgendwelche Sachen nackt ins Gesicht hüpfen, hat er andere Sorgen. Ja, das stimmt auch wieder. So, kreisch, kreisch, kreisch. Ich kann nicht mehr fliegen. Wie ungewöhnlich für einen Menschen. Für einen Menschen im Endgame ist das tatsächlich ungewöhnlich, ja. Gibt's so wenig Menschen im Endgame? Ach, jetzt weiß ich, was wir... Ach, mir fehlt... Tofu. Weil ich ja keine Fleischpizza mache, weil Tofu viel tofuiger ist. Ja. Tofuiger? Tofuiger. Okay. Was, ich möchte doch bitte meinem Futter das Futter wegfressen dürfen. Ist was? Nein, ist alles in Ordnung. Blup. So. Festball. Die Supreme Pizza ist dazu noch mit Spice Leaf, Bell Pepper und Onion. Paprika. Oh nein. Bell Pepper hatten wir schon mal eine Weile, glaube ich, irgendwie. Aber momentan nicht mehr da. Ja. Ja, Paprika hatte ich auch auf meiner Pizza drauf heute. Nice. Ich hatte heute keine Pizza. Ja, ich weiß, du hattest Nudeln mit Fleisch oder was war das? Und Soße. Und Soße. Und ein Mac-Menü. Ein Mac-Menü. Aha. Okay. Wie kann man das essen? Was, das Mac-Menü oder das Mac-Menü mit dem ganzen Nummer rum? Allgemein Fast Food. Man nimmt es, steckt es sich in den Mund, kaut und schluckt runter. Ach so, okay. Danke. Gern geschehen. Ui, Sprengstoffverschwendung. Da sind ganz viele Hellfische. Wundervoll. Aber ich richtig. Oh, wundervoll. Ja, nur ich brauche die Drecksviecher halt jetzt momentan. Diese Drecksquests. Es sind ein paar zu viele fast schon. Die ist doch nicht dreckig. Doch, ist sie. Die ist voll hygienisch. Ja, jetzt zünden sich die Viecher selber an, damit ich sie noch habe. Kann ich sie nicht töten, weil sie sich selber umbringen. Das sind Pyromanen und Sadisten und Masochisten, das musst du einfach wissen. Ja, und sie bombardieren mich mit Gaskugeln. Ja. Das heißt, die mögen dich. Du störst sie bei ihrem Paarungsritual des gegenseitigen Verbrennens. Ja. Okay. Habe ich die Quest jetzt endlich erfüllt? Ja, endlich. Ich bin weg. So ein bisschen wie bei den schwarzen Witwen oder so, die dann ihre Männer irgendwann fressen. Das machen die ja anders. Bevor sie sich paaren, verbrennen sie sich erst. Ja. Dann reißen sie den Leichen, was sie noch brauchen. Mhm. Oder wie? Ja. Appetitlich. Was ist ein Netherviecher? Das ist scheißegal. Mighty Quest for Epic Onions. Was? Warum? Weil ich jetzt Zwiebeln farme. Ach so. Soll ich dir helfen kommen? Kannst du gerne tun. Weiß, ich habe momentan 4 grüne Daumen. 4? Ja. Weißt du, das klingt nicht gesund. 4 grüne Platten, die grüne Daumen simulieren. Ja, dann komm mal her. Ich glaube, das solltest du mal untersuchen lassen. Nein, nein, es sind einfach nur grüne Steinplatten. Simulationen. Und die legst du dir auf die Daumen? Ja. Und dann... Klingt viel besser als vorher. Jetzt komm her! Ich bin doch schon unterwegs. Bist du nicht, ansonsten wärst du schon da. Nein, ich habe mich nur schon wieder verflogen. Du brauchst nicht herkommen, ich weiß ja ungefähr, wo ich bin. Dauert nur eine Weile. Jetzt war ein Junkladefehler.
Wie macht man nochmal Blatt, Ding, Zeug, Tools an? Shift rechts. Hm. Dankeschön. Wofür? Fishing Rod. Ach stimmt, es gibt ja auch Blutangeln, ich erinnere mich. Blutangeln. Wo war denn die... Hoppala, nein. Kein Wegpunkt. Nein, kein Wegpunkt. Karte, egal. Das irgendwie gehen wir nicht. Kann es sein, dass sie Bait brauchen? Ja, aber ich habe ihn in der Hand. Demon Bloodshards. Demon Bloodshards als Bait? Ja. Das Angel sind nur für kranke Sachen. Mal ganz ehrlich. Ja. Was für ein Fisch... Schnapp bitte nach Demon Bloodshards. Ja, das sind halt dann die dicken Dinge. Richtig kranker Scheiß.